Hallo, hier kommen wir mal wieder zu einer kommentierenden Turnierprüfung. Und ja, das war eine E-Dressur, die E2 wurde geritten. Und hier sehen wir das Aufmarschieren. Ja, da hampelt er wieder mit dem Kopf rum. Das ist ja so sein Ding irgendwie beim Aufmarschieren, ein bisschen rumhampeln. Ja, kleiner Kasper halt. So, dann das Grüßen. Ja, alles gut. Antraben. Da hätte ich einfach warten sollen. Da hätte ich mir einfach mehr Zeit lassen sollen, weil unser Vorpferd sehr langsam ist. Sieht man auch dann gleich noch und wir einfach sehr schnell sind. Oder schneller auf jeden Fall. Ja. Die Trabtour. Dann kommt jetzt auf den Zirkel geritten, aus dem Zirkel wechseln. Da wird er ein bisschen eng, da versuche ich ihn vorzulassen, das hat auch geklappt. Ja, wir sollten nicht eingaloppieren. Da lagen zwei Dressurplätze nebeneinander und es war sehr unübersichtlich. Welcher Kommentator, welcher Vorleser jetzt zu welcher Prüfung gehörte. Wir sollen nämlich hier erst eingaloppieren. Das Eingaloppieren war okay, er wurde da wieder ein bisschen heftig. Abteilungsrat ist halt einfach nicht unseres, aber ich glaube, ich habe auch einfach Pech, weil wenn die Abteilung zu viert geritten worden wären, weil die Prüfung in Viererabteilung geritten worden wäre, wäre ich erstes Pferd gewesen. Aber nein, es werden Dreierabteilungen gebildet. Natürlich! Ja, Galopp war okay, Übergang war in Ordnung. Fällt mir danach noch ein bisschen schwingend, einfach auszusitzen. Ja, dann kam das rechte Schritt. Ich finde den Trab eigentlich sogar ganz in Ordnung. Da hebt er sich ein bisschen raus. Ja, der Schritt kam irgendwie vollkommen überraschend, weil eigentlich sollte bei A durchpariert werden zu Schritt und mein Vorfeld war ja deutlich vor A schon im Schritt. Ja, Schritt war leider auch wieder unser Problem, dass ich es nicht richtig zeigen konnte, weil nicht richtig rausreiten konnte, weil unser Vorfährt sehr langsam ist. Ich glaube, ich wiederhole mich. Also ich muss es nicht nochmal sagen, aber wäre ich vorne gewesen, wäre es einfacher gewesen. Ja, hier versuche ich immer wieder den Kopf ein bisschen eher vorzulassen, die Nase vorschieben zu lassen. Ja, hinterm Busch wird angetrabt. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde, das ist ganz in Ordnung. Ich bin die Prüfung ohne Sporen geritten. Das ging ganz gut, brauche ich auch nicht. Also auf dem Abreitplatz hatte ich sie noch. Und dann habe ich sie aber für die Prüfung abgemacht. Hier gleich wieder angaloppieren. Genau. Ja, linksrum hebt er sich so ein bisschen raus im Galopp. Beim Angaloppieren, das macht der einfach in der Abteilung. Der will dann einfach vor. Naja, da hilft wahrscheinlich auch einfach nur reiten, reiten, reiten und üben, üben, üben. Ansonsten fand ich den Galopp ganz in Ordnung. Da versuche ich irgendwie, ich weiß nicht, was ich mit meiner inneren Hand da versuche. Schwachsinn. Totaler Blödsinn. Ansonsten fand ich es in Ordnung. Den Trab finde ich auch ganz in Ordnung. Jetzt kommt nur noch Aufmarschieren. Und ich fand ihn während der ganzen Prüfung eigentlich relativ locker und ganz leicht. Also ich hatte jetzt kein klemmiges Gefühl. Ich hatte jetzt kein schlechtes Gefühl. Und das Ganze wurde auch mit einer 6,3 benotet. Unter 6,5 wurde dann platziert. Ich bin super zufrieden, gerade nach der Flaute jetzt vor den letzten beiden Turnieren. Und ja, ich hoffe, es wird noch besser, aber ansonsten war ich erstmal zufrieden.